Ja, liebe Stiftungslenkerin, liebe Stiftungslenker, es geht hier weiter beim virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen. Wir kommen ganz langsam zum Endspurt. Wir kommen zur Frage, was übergeordnet im Stiftungsvermögen heute eigentlich gemacht werden muss. Und wir haben noch mal eine tolle Runde, ein tolles Panel hier zum Abschluss versammelt. Nämlich bei mir sitzen Dieter Lehmann von der Volkswagen Stiftung, bei mir sitzen Florian Becker-Gitschel von der Förderstiftung der Zoologischen Gesellschaft und bei mir sitzt Hans-Dieter Maisberger von der DZ Privatbank. Ein herzliches Hallo an die Herren, diesmal ohne Dame. Wir hatten bisher in den Runden immer eine Dame dabei, aber wir, glaube ich, wuppen das auch so. Freue mich, dass wir uns hier versammelt haben. Und ich gebe die Frage direkt an Herrn Lehmann. Wir haben jetzt in den letzten 3-4 Monaten doch einiges gesehen an den Märkten. Wir haben uns mit einem Corona-Crash beschäftigen müssen. Wir haben uns damit beschäftigen müssen, dass sich die Parameter für die Kapitalanlage unter Umständen jetzt nochmal ganz grundsätzlich verändert haben. Sie haben im Vorgespräch gesagt, hat sich nichts verändert. Geben Sie uns mal ein Bild davon. Was ist Ihre Einschätzung von dem, was wir momentan sehen, bevor wir dann gleich ein bisschen in medias res gehen, was es für die Vermögensverwaltung der Stiftung im Moment braucht? Naja, es hat sich aus meiner Sicht nichts verändert, wenn man jetzt die letzten 3, 4, 5 Wochen vielleicht nochmal Revue passieren lässt. Und zwar hat sich daraus nichts geändert, weil ich glaube, die Unsicherheiten, was diese Corona-Krise eigentlich mit sich bringt und was sie für Auswirkungen hinterlassen wird, die ist nach wie vor da. Und zwar ist sie deswegen da, weil wir, glaube ich, allesamt noch nicht so richtig einschätzen können, wenn die Corona-Krise vorbei ist, also als besiegt, das Virus als besiegt angesehen wird, was dann, wenn die Vorhänge sich wieder heben, was dahinter für Scherbenhaufen zu sehen sein werden. Wir haben ein große Unterstützungsprogramme der Regierung. Wir haben Kredite, aber das sind natürlich zunächst erstmal nur in allererster Linie Programme, die die entstandenen Löcher, weil die Produktionen ausgefallen sind, stopfen oder weil keine Einnahmen mehr da sind. Wenn ich an Hotel, Dienstleistungen, Gaststätten etc. denke, dass die Löcher, die durch Mietzahlungen, die weiterlaufen zum Beispiel, dass die gestopft werden. Aber das sind halt zusätzliche Kredite, die in irgendeiner Form dann auch wieder verdient, erwirtschaftet und wieder zurückgezahlt werden müssen. Also insofern glaube ich, kann man seriös jedenfalls heute noch gar nicht richtig einschätzen, was diese Krise dann eigentlich für einen Schaden hinterlassen wird und wie es dann weitergehen wird. Was wir dann aber sehen kann, wir haben ja praktisch mit Beginn der Krise einen scharfen Einbruch der Aktienmärkte insbesondere gesehen. Das ist keine außergewöhnliche Situation, wenn so ein unvorhersehbares Ereignis zutrifft. Das haben wir in den letzten Jahren, letzten 20 Jahren mehrfach schon gesehen. Und wir haben eine eigentlich fast ebenso scharfe Wiedererholung gesehen. Das mag daran liegen, dass also doch der Optimismus, was diese Konjunkturpakete auslösen mögen, dass der Optimismus der Marktteilnehmer an den Börsen insbesondere überwiegt. So, und da stehen wir nun und schauen, was kann nun passieren. Also es ist schwierig einzuschätzen, weil es eben sehr, sehr viele Fragezeichen nach wie vor gibt. Ein paar davon hatte ich eben versucht zu beschreiben. Wir haben auf jeden Fall, und das unterscheidet diese Krise von anderen Krisen, wie zum Beispiel der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise aus meiner Sicht, weil damals die Finanzierung der laufenden Produktionsprozesse unterbrochen wurden, die Produktionsprozesse als solche und auch die Nachfrage als solche aber nicht beschädigt war. Diese Krise hier ist anders. Die Produktionsprozesse, die Lieferketten, das Konsumverhalten ist verändert, unterbrochen, per Dekret quasi unterbrochen worden. Das hat fundamental einen ganz anderen Stellenwert, eine ganz andere Qualität. Deswegen ist es auch hier schwierig, das einzuschätzen. Aber in so einer Situation, wo man eigentlich Schwierigkeiten hat, etwas einzuschätzen, ist eigentlich meine Erfahrung, die Füße eher mal stillzuhalten und mal abzuwarten und die Dinge mal in Ruhe zu beobachten. Denn alles, was man machen kann, jede einzelne Entscheidung wäre eine aktive Entscheidung und genau damit kann man in einer völlig unsicheren Situation genau falsch liegen. Deswegen ist es manchmal auch ganz vernünftig, mal sich zurückzulehnen und sagen, dann schauen wir uns die ganze Geschichte doch mal an. Herr Becker-Gitschel, wäre das auch was Sie sagen, jetzt erstmal die Füße stillhalten, erstmal nicht so unendlich viel Aktivität entfalten, weil viel mehr Wumms kann vom Staat eigentlich nicht mehr kommen. Also jede Woche kommt jetzt ein anderer Begriff von unserem Finanzminister. Ist Füße stillhalten für Sie auch eine Strategie, der Sie momentan folgen oder gefolgt sind im Zuge des Crashs? Also in der Tat ist Stillhalten eine Strategie. Und wir haben auch in den letzten
Monaten nichts gemacht oder sehr wenig gemacht. Denn es hat sich auch gezeigt, auch in der Vergangenheit gezeigt, wie jemand schon gesagt hat, dass derjenige, der agiert, dass der eigentlich verliert. Der bei der Trump-Wahl agiert hat, da haben sich die Märkte innerhalb von Tagen erholt. Der beim Brexit agiert hat, da haben sich die Märkte von Tagen erholt. Und der auch jetzt agiert hat und der zum Zeitpunkt verkauft hat, als die Märkte dann wieder hochgegangen sind, der hat eigentlich Verluste aufgebaut, die er nicht mehr so schnell nicht mehr reinholen kann. Insofern ist es in der Tat richtig, nichts zu machen, denn Timing ist wahnsinnig schwierig und Timing ist für Stiftungen, die auf eine Unendlichkeit ausgerichtet sind, eigentlich nicht das Prinzip und nicht auch die Strategie, die man machen sollte. Nichtsdestotrotz ist meines Erachtens sind die Kapitalmärkte so verändert im Vergleich zu der Vergangenheit, dass langfristig nichts machen oder sich nicht anpassen auch ein Fehler sein kann. Also ich denke, also jetzt kurzfristig nicht agieren war okay, aber jetzt muss man sich neu sammeln und schauen, wie sieht die neue Welt aus? Wie sieht die Welt nach Corona aus? Denn die Märkte werden sich ändern. Und Industrien, Branchen, die im Vorfeld immer eigentlich geboomt haben, die werden teilweise nicht zukunftsfähig sein und auf diese dann weiterhin zu setzen, weil man sie seit 20 Jahren im Portfolio hat, kann ein Fehler sein. Und das kann ein starker Fehler sein. Und deswegen muss man jetzt ganz genau eigentlich die Entwicklung verfolgen und sich das Neue, die Zeit nach Corona versuchen herauszufinden, um dann langfristig die Portfolien auch anzupassen, um umzubauen, um auf zukunftsfähige Technologien und Industrien zu setzen und ältere Werte rauszuholen. Und vielleicht greife ich da auch schon vor, aber ich finde, jetzt auf breite Märkte zu setzen, ist ein Fehler, denn im Moment die breiten Märkte beinhalten ja alles drin. Ne? Die ganzen Indizes haben alle Märkte drin, meistens auch die ältere Industrie drin und da wird es Gewinner geben, da wird es auch Verlierer geben, aber wenn Sie auf den Markt setzen langfristig, da werden Sie nicht weiterkommen. Insofern muss man jetzt hier schauen, was kann ich mit ruhigen Händen, mit ruhigen, aktiven Handeln letztendlich verändern. Ja, und da hake ich nochmal ganz kurz ein. Ich übersetze das jetzt einfach mal. Dieser Satz, das haben wir immer so gemacht, der kann also jetzt im Stiftungsbereich ein relativ teurer Satz sein, weil mit den Prinzipien, denen man in den letzten 20 Jahren oder 10 Jahren gefolgt ist, wird man zukünftig nicht mehr so viel anfangen können, oder? Ja, also aus meiner Sicht ist das so. Also die Zeiten haben sich enorm geändert in den letzten 10 Jahren alleine. Sind Prinzipien, die damals gegolten haben, sind jetzt nicht mehr der Fall. Also früher konnte man auf Anleihen setzen, hat gesagt, okay, ich kaufe mir eine Anleihe, 5% Coupon, halte year to date und dann war es das. Das können Sie nicht mehr machen. Wenn Sie heute eine Anleihe kaufen, dann müssen Sie am Markt sein, müssen schauen, wie entwickelt sich die Geschichte, wenn Sie einen Automobilwert kaufen oder einen anderen Wert kaufen, dann müssen Sie schon dran sein, um zu gucken, hält das Versprechen und oder sind die bleiben die Ratings die gleichen und wie verändern sich die Sachen. Und das Gleiche ist bei Aktien oder, wenn Sie noch mehr diversifizieren, bei allen anderen Märkten auch. Die Korrelation, früher konnte man auf Aktien setzen, Aktien sind gestiegen, Renten sind gefallen oder andersrum, ist nicht mehr. Die Märkte sind nicht mehr so unterschiedlich korreliert, wie sie in der Vergangenheit waren. Und je stärker Sie diversifizieren, desto stärker gehen Sie in Risiken ein, desto schwieriger wird es eigentlich für den einzelnen Stifter oder Stiftungsverantwortlichen, das Ganze noch im Blick zu halten. Und das sind Herausforderungen, die auf uns zukommen, also die auf uns alle zukommen werden, die enorm sein werden. Hans-Dieter Maisberger, die Frage an Sie, wenn ich jetzt das übersetze, dann heißt das, ich muss einerseits ein Stück weit die Füße stillhalten, also darf mich nicht von dieser Markthektik anstecken lassen. Auf der anderen Seite muss ich doch eine gewisse Aktivität entfalten. Was heißt das für mich als Stiftung? Wie kriege ich da die Balance rein? Ja, man muss das eben halt wirklich auch in einem Bild sehen. Also ich sehe das immer so, eine Stiftung sehe ich wie ein Schiff. Das heißt also, der Kapitän ist sozusagen der Stifter beziehungsweise das Stiftungsgremium und Stiftungsberater ist ein Lotse beziehungsweise der Steuermann ist das Portfolio-Management. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, habe ich selbst wirklich eine professionelle Unterstützung innerhalb meines Gremiums oder muss ich ja mir irgendwelche professionelle Hilfe von außen her einkaufen? Bedeutet also, an wen habe ich das höchste Vertrauen, entweder aus dem Team, aus dem Stiftungsvorstandsteam oder aus der Geschäftsleitung heraus? Oder muss ich dann dementsprechend die Anlagen delegieren und auch loslassen? Das sind für mich wirklich wichtige Attribute. Natürlich auch, wenn man sieht, es gibt ja nicht nur sehr große Stiftungen, sondern auch Stiftungen, die sich damit beschäftigen, wie kann ich überhaupt noch Ertrag erwirtschaften? Was habe ich für ein Verständnis dafür? Und beziehungsweise, was habe ich eventuell auch nochmal für Interessenkonflikte, die ich vermeiden möchte?
Von daher ist also essentiell wirklich die Frage, welche professionelle Hilfe ziehe ich mir heran, wenn ich sie nicht habe. Herr Lehmann, Sie sind jetzt für mich ein Protagonist dafür und auch Sie, Herr Becker-Gitschel, für das Selbermachen. Also Sie wären in dem, wenn ich jetzt im Bild des Schiffes bleibe, Sie wären ganz klar der Steuermann bzw. Kapitän und Steuermann in einer Person. Sie haben die Geschicke des Stiftungsvermögens selber in der Hand. Können Sie eine gewisse Affinität zum Delegieren der Kapitalanlage entwickeln für eine Stiftung, die eben nicht, sagen wir mal, auf Ihrer Größenordnung unterwegs ist? Naja, selbstverständlich, weil das ist ja alles auch eine Frage, was sich eine Stiftung natürlich leisten kann. Das ist jetzt wechselseitig. Es ist halt die Frage, ob es sich lohnt, bei einer bestimmten Größenordnung, die natürlich nicht die Größenordnung einer Volkswagen-Stiftung hat, ob es sich dann lohnt, eine eigene Abteilung Vermögensanlage zum Beispiel zu installieren, oder ob es besser ist, dann diese Dienstleistungen doch eher von Experten von außen einzukaufen. Auch das ist natürlich eine Kostenfrage, weil wir wissen, die Preisunterschiede bei diesen Angeboten, die die unterschiedlichsten Institutionen da offerieren, die sind natürlich teilweise sehr, sehr groß. Letztendlich das einfachste Angebot, sich praktisch externe Hilfe zu holen, ist natürlich der Kauf von Investmentfonds im Publikumsfondsbereich für die kleinen Stiftungen. Auch das kostet selbstverständlich Geld. Es ist nur nicht so sichtbar, weil es ja versteckt ist in der gesamten Fonds-Ergebnishülle, will ich mal sagen. Währenddessen, sobald Sie Personalkosten oder eben Beraterkosten haben, dann werden die mehr oder weniger offen in Ihren Stiftungsbüchern ausgewiesen. Und das heißt, man muss auch dann natürlich auch hier und da vielleicht dann gegenüber seinen Gremien gewisse Rechtfertigungen anstellen. Wobei natürlich jede Aufwendung für die Vermögensanlage aus meiner Sicht natürlich mehr als gerechtfertigt ist, weil das ist ja die Grundlage für alles weitere Tun. Das heißt, wenn man also hier an der falschen Stelle spart, und dann aber keine Erträge vielleicht mehr zur Verfügung hat, dann ist der ganze Sinn und Zweck der Stiftung in Frage gestellt, weil es geht ja um die Zweckverwirklichung. Und da muss natürlich der Maschinenraum, nämlich die Vermögensanlage als erstes funktionieren, sonst bleibt das ganze Schiff, um mal dem Bild zu bleiben, irgendwo auf hoher See einfach stehen. Also insofern kommt es drauf an, es ist von der Größe abhängig, es ist natürlich von den Angeboten, vom Umfang der Dienstleistung abhängig, es ist schwierig, es ist pauschal für alle Stiftungen, weil wir so große Unterschiede haben bei den Stiftungen, gleichermaßen richtig zu beantworten. Das muss man im Einzelfall dann, glaube ich, gut durchdenken und beurteilen und auch entscheiden. Das Thema Delegation der Kapitalanlage, die Delegation von zum Beispiel verschiedenen Bausteinen, Herr Becker-Gitschel, ist das für Sie etwas, was Sie tun, um jetzt auch mal bei dem Bild des Schiffes zu bleiben? Geben Sie die Rolle teilweise an Lotsen ab oder bestimmte Aufgaben an Lotsen zum Beispiel ab? Genau, also wir können das gar nicht selbst machen. Also wir sind zwar vielleicht vom Kapitalvolumen eine mittlere Stiftung oder Organisation, aber auch da, wir als Finanzer, wir müssen ja alles machen in der Stiftung, in dem Verein. Wir müssen von dem einzelnen Spende bis zum Geld ausgeben in den Projekten, das müssen wir alles kontrollieren. Wir können nicht auch noch die Kapitalanlage verwalten. Was wir machen, ist, wir kontrollieren. Und wir nehmen uns Spezialisten und wir versuchen, Spezialisten ins Boot zu bekommen, die letztendlich jeden Tag die Kapitalmärkte gehen. Und ich finde es, wie gesagt, wir hatten früher die alte Welt, wo sie eine Anlage gekauft haben und jetzt to maturity gehalten haben. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Und ich kann es eigentlich nicht nachvollziehen, dass man versucht, aus dem Hobby heraus Stiftungskapital zu verwalten. Das ist meines Erachtens, und das noch vielleicht noch auf Einzelwerte, das ist, halte ich für sehr kritisch. Ich kann nur empfehlen, den einen oder anderen Weg einzuschlagen und sich Experten anzuholen, die wirklich nichts anderes machen, als sich darauf zu konzentrieren. Aber das ist in der Tat, wie Herr Lehmann sagte, sehr unterschiedlich. Also wir haben auch in der Betreuung Stiftungen, die haben 500.000 bis 1 Million Euro und die werden dann von manchen Privatbanken, werden die dann als Privatanleger auch gehandelt und dann müssen die dann Ausgabeaufschläge zahlen. Und wenn sie einen Ausgabeaufschlag von 2 bis 5% bezahlen für eine Anleihe, die Minuszinsen hat, also das geht ja irgendwie gar nicht mehr auf. Und insofern müssen Sie ja wirklich schauen, was für einen Partner haben Sie? Haben Sie zu dem Partner Vertrauen? Verstehen Sie das Anlageprodukt? Ist das eine langfristige Partnerschaft auf Augenhöhe? Haben Sie Einfluss vielleicht sogar noch darauf? Und am besten ist es eigentlich, wenn man sich immer mit Gleichgesinnten austauscht oder sogar Kapitalanlagen bündelt, um gemeinschaftlich zu investieren. Ja, wenn man den gleichen Hintergrund hat, die gleichen Ziele hat und Ziele verfolgt, gemeinnützig, dann hat man gegenüber manchen Anbietern vielleicht eine größere Mitsprache, als wenn man wirklich alleine versucht zu handeln und zu arbeiten.
Und diesbezüglich hört man ja auch im Markt einiges, dass da durchaus genau solche Bestrebungen im Gange sind, hier und da, dass sich einfach Stiftungen zusammentun mit ähnlichen Interessen, mit ähnlichen Ideen von der Kapitalanlage. Hans-Dieter Maisberger, dieses Thema Controlling treibt Sie ja auch um, dieses Thema, dass ich als Stiftung eben nicht aktiver Portfolio-Manager bin, sondern passiver Portfolio-Kontrolleur. Diesen Rollenwechsel zu vollziehen, ist das auch eine der großen, ja, ich will nicht sagen Herausforderungen, aber doch Aufgaben, die Stiftungsverantwortliche in den nächsten Jahren hinbekommen müssen. Sollen schon, aber vor allem auch müssen? Auf jeden Fall, weil wenn ich mir ja irgendwelche Ziele setze, also Anlageziele definiere, wenn ich ein Ziel setze und es nicht kontrolliere, dann brauche ich auch mir kein Ziel zu setzen. Das heißt also, ich muss mir bewusst sein, also welche Ressourcen ich grundsätzlich eben halt auch einsetze, von Zeit, von Personal und darüber hinaus natürlich eben halt immer wiederum, heute Morgen hatten wir ja das Thema schon ausführlich, Anlagerichtlinien. Das heißt also, wenn ich mir als Stiftungsvorstand eine Anlagerichtlinie begebe, muss ich das auch immer wiederum nachhalten und kontrollieren, werden auch diese Anlagerestriktionen auch so eingehalten, wie ich es mir festgesetzt habe, beziehungsweise durch eine Kapitalerhaltungsrechnung bin ich dann wirklich auf der Zielgeraden. Von daher, um das Controlling komme ich überhaupt nicht drum herum. Eine Frage, weil wir natürlich jetzt zwei Protagonisten da haben, lieber Herr Lehmann, lieber Becker-Gitschel, das Thema Anlagerichtlinie, vielleicht einfach von Ihrer Warte raus zwei, drei Punkte, die bei einer Anlagerichtlinie wichtig sind. Wir hatten es heute schon zwei, drei Mal tatsächlich im Laufe dieses Tages, weil es ein essentielles Thema ist, um einfach dieses Thema Vermögensorganisation neu aufzugleisen. Vielleicht, Herr Lehmann, Sie zuerst, ein, zwei, drei kurze Impulse, Thema Anlagerichtlinie. Also ich würde in allererster Linie aufsetzen an dem in Deutschland aus meiner Sicht relativ schrägen nach wie vor Begriff der Risikodefinition. Was ist riskant, was ist als Risikoanlage? Und in Deutschland wird da reflexartig die Aktie darunter verstanden. Und ich glaube, viele Stiftungsvorstände oder Entscheidungsträger haben einfach Angst davor, dass sie in irgendeiner Form durch die Volatilität bei Aktien, wenn es denn eben mal nach unten geht in den Kursen, was eben immer wieder vorkommt, so wie jetzt auch, dass sie dann in irgendeiner Form in Haftung oder Privathaftung oder genommen werden oder dass ihnen irgendetwas unterstellt wird, dass sie sorglos oder fahrlässig, wie auch immer, Vermögen angelegt haben. Deswegen halte ich es für eine der wichtigsten Aufgaben in den Anlagerichtlinien, eine Aktienquote zu definieren, dass man also eine Obergrenze festlegt. Das ist, glaube ich, schon, das ist eigentlich schon alles. Man kann sicherlich auch noch festlegen, in welchen geografischen Regionen man vielleicht tätig sein will oder so etwas noch. Aber Hauptsache, man hat eine Aktienquote. Ja. Und wenn man dann als Anlageverantwortlicher versucht, also diese Anlagequote einzuhalten, ist man aus meiner Sicht jedenfalls sicher. Diese Anlagerichtlinie muss natürlich wasserdicht sein, was bedeutet, sie muss von den Gremien entsprechend auch verabschiedet sein. Das muss alles ordnungsgemäß protokolliert, dokumentiert sein, damit die eben auch ihre entsprechende Akzeptanz und Wirkung hat. Aber wenn man sich dann im Rahmen dieser Anlagerichtlinie bewegt, und da kann man ja dann alles andere noch hinzunehmen, insbesondere im Zinsbereich, weil da steckt für mich eigentlich das eigentliche Risiko einer Stiftung, weil dort nämlich immer mehr im Versuch, noch irgendwie etwas Zins zu erreichen, die Bonitäten immer weiter gesenkt werden oder ganz auf Bonitäten oder gerätete Titel verzichtet wird. Das ist für mich eigentlich fahrlässig, weil aus meiner Sicht, weil man da natürlich das Ausfallrisiko hat und immer weiter erhöht. Und wenn das schlagend wird, ist das Geld weg. Bei einer Wertschwankung im Aktienbereich ist es nicht weg. Es sei denn, man ist vielleicht ein ganz kleines Unternehmen, Startups oder so, da hat man natürlich auch immer ein komplettes Ausfallrisiko. Aber wenn man im Großkonzernbereich, im DAX oder wo auch immer tätig ist, und nur das würde ich auch kleinen Stiftungen empfehlen, dann ist das Ausfallrisiko deutlich begrenzter als in diesem Anleihenbereich. Also, wenn man also in den Anlagerichtlinien vielleicht auch eine Bonitätsbegrenzung, eine Ratingbegrenzung, ein Limit festlegt, ist das sicherlich ein zweiter wichtiger Schritt. Und vielleicht ist es auch ganz sinnvoll, gerade im Zinsbereich auch noch eine Beschränkung der Anleihen pro Emittent vorzunehmen, damit eben auch hier das Ausfallrisiko nicht zu klumpenhaft sozusagen gesteuert wird. Ja, und alles andere muss man halt, das liegt ja im Belieben einer Stiftung, das ist ja wiederum der Vorteil, dass man das auch frei gestalten kann, welche Anlageform man dazu nehmen möchte und in welcher Größenordnung. Aber wie gesagt, aufgrund der grundsätzlichen Sicht der Dinge in Deutschland, der Aufsichtsbehörden, des Gesetzgebers, der Banken,
Banken auch, der Anlagegesellschaften, die ja auch alle ihre Risikobudgetberechnungen oder Wertsicherungskonzepte alle ausschließlich auf Volatilitäten absetzen und nicht auf Ausfallrisiko. Das halte ich zum Beispiel für nicht mehr zeitgemäß, wenn wir davon auch ausgehen, was muss man neu machen, was wir vorhin sprachen, was wären die neuen Ansätze. Das wäre zum Beispiel für mich einer, das ist für mich völlig überholt, diese Wertsicherungskonzepte. Aber gut, weil eben die langläufige Sicht so ist, durchgehend, ist es sicherlich sinnvoll, in den Anlagerichtlinien auch darauf in allererster Linie abzustellen und dort entsprechende Limits festzulegen. Herr Becker-Gitschel, ein, zwei Impulse Ihrerseits? Ja, also vielleicht das, was man auf keinen Fall machen sollte, ist die Anlagerichtlinie in die Satzung reinschreiben. Das wäre der größte Fehler meines Erachtens, denn das einmal reingeschrieben, das ist ganz schwer verändert und das können Sie nicht mehr anpassen. Ich finde es eigentlich sympathisch, dass man nur eine Aktienquote reinschreibt oder das Aktienrisiko oder Aktienrisiko-ähnliche Anlagen, denn es gibt ja auch Rentenanlagen, die sogar ein höheres Risiko haben als Aktienrisiko. Insofern ist das richtig. Meines Erachtens, wenn ich persönlich oder wir als Stiftungscontroller einer mittleren Stiftung eine Anlagerichtlinie geben, was für Branchen oder was für Risiken man aufnimmt, dann greife ich sofort ein in diese Geschichte. Ne? Und das kann ich ja als Einzelner gar nicht leisten. Deswegen ist meines Erachtens die Wichtigkeit, dass man möglichst flexibel ist in der Anlagenrichtlinie und eine möglichst große Diversifikation hat. Das heißt also, ich gebe das weiter an den Profi und sage, was empfiehlst du mir eigentlich für eine Anlagerichtlinie? Ja? Wir möchten maximal 40% des Anlagenrisiko haben, aber was soll ich noch hinzunehmen? Was ist die nächsten Jahre? In was kann ich investieren? Und dann wird er schon kommen mit den Punkten, ob ich Emerging Markets gehe, High Yields oder was es da alles gibt, Equity, Private Equity oder halt Immobilien. Und ich denke, es war auch früher schon und die ältesten Stiftungen haben immer Immobilien gehabt, Direktimmobilien, Grund und Boden. Und das ist wieder so, dass das letztendlich langfristig Erträge bringt, unabhängig vom volatilen Kapitalmarkt, die für eine Stiftung und für deren Zweckerfüllung notwendig sind. Jetzt gibt es Finanzvehikel, die auch Immobilien indirekt machen, was auch in Ordnung ist, da sind wir auch investiert. Man sollte aber die direkte Immobilie nicht vernachlässigen und das letztendlich auch im Portfolio mit beinhalten. Hans-Dieter Maisberger, ist das vielleicht einer der Fehler, den eine Stiftung künftig vor allem machen kann, dass sie auf zu viele Anlageklassen verzichtet, dass sie auf Mikrofinanz verzichtet, dass sie auf, wie wir gerade gehört haben, Immobilien verzichtet, dass sie eben nicht breit diversifiziert, sondern sich sehr stark verengt bei den Anlageinstrumenten? Kann das einer der Kernfehler sein für die nähere und fernere Zukunft? Das kann einer oder ein Fehler der Kernpunkte sein, aber letztendlich, es kommt immer darauf an, wie sind die finanziellen Verhältnisse einer Stiftung überhaupt ausgestattet. Das heißt also, wie Herr Lehmann schon sagte, wenn es eben halt auch Stiftungen gibt, die durchaus, ich sage jetzt mal, im sechsstelligen Bereich sind, dann kann ich natürlich auch kein großes Portfolio mehr aufbauen, was dann wirklich sehr breit aufgestellt ist. Von daher stellt sich für mich immer wiederum die Frage, inwieweit kann ich das dann über Fonds wiederum abdecken? Das heißt also, kann ich mir als Stiftungsvorstand gemischte Fonds anschauen, wo dann wirklich diese Investitionsquoten dann auch beinhalten. Oder muss ich wirklich über Einzeltitel gehen, damit ich auch eine gewisse Transparenz habe? Auch hier stellt sich immer wiederum die Frage, Fonds versus Einzeltitel sowohl auf der Wertpapierseite wie eben halt auch einzelne Immobilien. Es hängt immer wiederum von den finanziellen Verhältnissen und auch natürlich vom Aufwand, von den Ressourcen, wer kümmert sich darum dann auch ab. Und wie gesagt, auch gerade in der Rechnungslegung, ein Fonds bringt natürlich auch wiederum zusätzliche Mehrwerte nochmal mit, wo ich sage, der Fonds schüttet vielleicht einmal im Jahr aus oder zweimal im Jahr aus. Ich habe viel mehr Planungssicherheit bei den Einzeltiteln. Ich habe dort vielleicht ein buntes Portfolio mit mehreren Titeln, sprich bis zu 100 Titeln. Und in der Rechnungslegung, wir wissen das alle, jede Einnahme muss verbucht werden. Und das kann natürlich auch mit einem riesengroßen Aufwand in der Rechnungslegung wieder einhergehen. Von daher kann ich das natürlich auch wiederum wunderbar hineinverpacken, wenn ich sage, ich muss ja keinen Publikumsfonds nehmen. Wenn ich dann wirklich namhaftes Vermögen habe, kann ich ja auch selbst mir einen Spezialfonds auflegen. Ich frage nochmal nach, Herr Lehmann, das Thema Diversifikation, ist es ein Fehler oder machen Stiftungen einen Fehler, wenn sie nicht sich breit aufstellen, also wenn sie nicht auf
verschiedene Anlageklassen setzen. Ist das so ein bisschen die Königsdisziplin der nächsten Jahre, Jahrzehnte? Also ich würde sagen, eindeutig ja. Und zwar eben gerade, wenn die, solange eben die Unsicherheiten insgesamt zunehmen. Was sind Unsicherheiten? Es sind Unsicherheiten an den Märkten, es sind politische Unsicherheiten, es sind Unsicherheiten über eben diese sogenannten schwarzen Schwäne, wie eben jetzt gerade zu sehen, die eben dann auch immer noch mal um die Ecke laufen können. Und ich habe schon den Eindruck, dass tatsächlich so die alten Gegebenheiten, so wie Herr Becker-Gitschel das auch beschrieben hat, auch nicht mehr so richtig funktionieren. Nicht? Also früher konnte man sagen, wenn man aus den Aktien rausgeht, geht man in die Renten rein und umgekehrt. Das stimmt auch noch irgendwie. Das passiert auch noch, aber es passiert eben nicht mehr zu jeder Zeit und man kann sich nicht mehr darauf verlassen. Es gibt auch andere Situationen, insbesondere, weil die Luft bei den Renten weitestgehend raus ist. Dadurch, dass wir eben dieses Niedrigzinsniveau haben, ist es für Anleger weitestgehend unattraktiv geworden, dort zu wechseln. Das mag auch ein Grund sein, warum sich die Aktienmärkte so stabil halten, jetzt mal von dem Einbruch abgesehen, aber letztendlich auch die Erholung schnell wieder gekommen ist. Aber was ich sagen will auf Ihre Frage, ja, wenn man, also das ist jedenfalls meine Philosophie, das kann man ja durchaus auch anders einschätzen, aber solange man im Prinzip sich nicht in der Lage fühlt, die Dinge, die an den Märkten oder in der Welt passieren, einzuschätzen, wenn man eben nicht sagt, ich möchte aktiver Manager sein, weil ich glaube, ich weiß, was da und dort und hier und da passiert und weil bin besser als der Durchschnitt des Marktes. Wenn ich mir das zutraue, kann ich aktiv machen und auf einzelne, nur auf einzelne Rennpferde setzen, sage ich mal. Aber wenn ich dieses Gefühl nicht habe, und ich gehöre beispielsweise auch zu der Gruppe, die das Gefühl nicht hat, dann setze ich lieber auf eine Gruppe von Rennpferden, weil ich dann immer sage, ich bemühe immer gerne dieses Bild. Wenn man dann auf alle irgendwie gesetzt hat, da wird es einige geben, denen, die brechen sich ein Bein und zwei fallen hin, aber die Masse kommt eben irgendwie durchs Ziel. Und darum geht's. Und das ist für mich eigentlich die beste Absicherung, besser als jedes andere einzelne Absicherungsinstrument, weil auch das wieder eine aktive Entscheidung ist. Sichere ich jetzt eine bestimmte Gruppe von Aktien ab, sichere ich irgendeine Zinsentwicklung ab oder ähnliches. Ja? Und da bin ich dann eben auch bei Herrn Meisberger. Es hängt natürlich auch hier wieder vom Volumen ab, was ich zur Verfügung habe. Ja, wenn es hier noch eine sehr kleine Stiftung, wenn ich eine Bürgerstiftung habe, da ist es natürlich müßig, über eine weltweite Diversifizierung zu sprechen. Es geht über Fonds natürlich, das kann ich machen, aber man muss halt sehen, wie praktikabel ist das. Also insbesondere, was die Komponente Immobilien betrifft. Ja, ich kann Immobilienfonds eingehen, aber wenn ich eben klein bin, Sie sagten es vorhin, muss ich eben auch mit doch durchaus üppigen Ausgabeaufschlägen oder und dergleichen rechnen. Das muss man abwägen, ob sich das lohnt. Aber sobald es sinnvoll erscheint, auch von der Größenordnung, selbstverständlich sind Immobilien eine absolut sinnvolle Sache, weil das ist in der Tat, das ist also die alten Stiftungen auch in Deutschland, die haben zwei Weltkriege überstanden und das waren meistens die, die Sachwerte hatten, nämlich Immobilien und Grundstücke, die reines Geld nur hatten, die sind in der Regel auch sogar von der Bildfläche verschwunden. Also das betrifft im Prinzip auch die, da würde ich das hintransferieren, die verzinste Anlagen haben. Bei Aktienanlagen ist es auch noch was anderes, die mögen im Wert schwanken. Und wenn da selbst Kriege über die hinwegziehen, ich will jetzt nicht davon reden, dass wir einen Krieg haben, um Gottes Willen, aber ich meine, in solchen ganz extremen Szenarien sind auch solche, selbst wenn der Fabrik zerbombt war, dann war wenigstens noch das Grundstück übrig, wenn man nicht das Pech hatte, in der sowjetischen Besatzungszone aufzuwachen und enteignet zu werden. Also insofern, es spricht viel für Sachwerte und es spricht sehr, sehr viel für Diversifizierung. Mhm. Am Ende des Tages, glaube ich, sind wir beim Thema Delegation, beim Thema, wie kriege ich meine Kapitalanlage als Stiftung zeitgemäß aufgestellt, auf ein paar Kriterien angewiesen, Herr Becker-Gitschel. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich als Stiftung mir ein Produkt suche, würden Sie bestimmte Kriterien für zum Beispiel ein Immobilieninvestment, Anleiheninvestment, Aktieninvestment vorgeben? Oder ist das schon wieder zu schablonenhaft und bringt einen das schon wieder weg, die nach Möglichkeit zur eigenen Anlagerichtlinie und Anlagepolitik am besten passenden Instrumente dazu zu führen? Ja, also letztendlich klar, Kriterien für die, es gibt ja so viele Auswahl auf dem Markt. Also Sie müssen schon irgendwelche Kriterien haben, um dann zu einem einzelnen Produkt zu kommen. Also wichtig, denke ich, ist, Sie müssen als erstes die Anlagenklasse verstehen. Sie sollten nicht investieren in Sachen, die Sie nicht verstehen. Also wenn Sie irgendwelche Finanzkonstrukte mit technischen Sachen investieren und Sie haben es nicht verstanden, dann sollte man die Finger davon lassen. Denn dann können Sie es auch nicht auf den Gremien dann letztendlich darüber berichten und dafür gerade stehen. Also man sollte die Anlagenklasse verstehen, in was man investiert. Und man sollte halt schon versuchen,
die Manager kennenzulernen. Das ist natürlich bei einer kleinen Stiftung schwierig. Da muss ich dann über den Banker gehen oder über die Beratung gehen. Aber je mehr ich die Organisation und den Berater kenne, wie er tickt, wie er auswählt, nach welche Selektionskriterien er hat, desto besser ist es. Desto eher verstehe ich das Ganze und desto eher kann ich entscheiden, wenn der Fonds mal nicht performt hat, ob das nur kurzfristig war oder ob das eine Anlagenentscheidung war oder ob das langfristig ist. Mhm. Und also die Auswahl ist eine Sache, aber die Kontrolle ist eigentlich das viel, viel Wichtigere. Sie müssen langfristig immer ein Auge drauf haben. Nicht aktiv sein, wie wir vorher gesagt haben, kaufen und verkaufen, sondern Sie müssen schauen, wie handelt der Berater, wie handelt der Fonds, kauft er, verkauft er, sind Sie damit einverstanden, können Sie sich damit identifizieren und dann ist das eigentlich. Also relativ detailliert sich schon mit einem Produkt auch mal auseinandersetzen, auch den Austausch mit dem Anbieter nicht scheuen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Einfach, und auch vergleichen. Man muss halt schon immer die vergleichen. Also wirklich sich halt mehrere anschauen, nicht nur eine anschauen. Und wenn Sie zu einer Bank gehen und die haben halt eine Palette von eigenen Produkten, dann das muss schon irgendwie ein bisschen, muss man versuchen, den Markt zu scannen und zu gucken, was haben die unterschiedlichen Banken an. Und es gibt ja auch viele, die offen sind und auch unterschiedliche Produkte in einer Anlagenklasse an. Und jetzt gibt es natürlich ein Thema, was momentan in meinen Augen so ein bisschen diese Kapitalanlage auch ein bisschen überlagert oder von der Seite so ein bisschen sich reinquetscht, ist das Thema Nachhaltigkeit. Viele Stiftungen wollen ganz gerne nachhaltig anlegen, Hans-Dieter Maisberger, versuchen einen Zugang zu dem Thema zu finden und das muss jetzt in irgendeiner Weise matchen mit einer zeitgemäßen Anlagepolitik. Wenn ich jetzt das Thema Nachhaltigkeit für mich mal so anfänglich durchdekliniere, was wären so die ersten Fragen, die Sie sich zu dem Themenkomplex stellen würden? Wie nähern Sie sich dem Thema Nachhaltigkeit? Wenn Sie mit einer Stiftung in Austausch treten, dann fragen Sie doch bestimmt, wollt ihr nachhaltig anlegen, oder? Ja, vor allen Dingen der Druck wird ja immer größer. Das heißt also, auf der anderen Seite, wenn ich ja verschiedene Zwecke verfolge, dann würde es sich ja widersprechen, wenn ich ja mein Kapital anders anlegen würde, wie mein Zweck wäre. Beispiel, also wenn ich jetzt eine Umweltstiftung wäre und würde jetzt eben halt in Werte investieren, die genau das Gegenteil finanzieren, dann wäre das ja sozusagen ein No-Go oder beziehungsweise ein Reputationsrisiko natürlich auch für eine Stiftung. Das heißt also, uns erreichen in der genossenschaftlichen Finanzgruppe haben wir sehr viele Spezialbanken natürlich, auch wiederum, die auf Nachhaltigkeit setzen. Uns erreichen hier sehr viele Anfragen in den letzten beiden Jahren sehr, sehr stärker nach ESG-Kriterien. Also wirklich, wo man wirklich differenziert nachvollziehen möchte als Stiftungsvorstand, ja, unter welchen Parametern wird auch das Vermögen verwaltet, beziehungsweise wie ist die Titelauswahl. Das heißt also, es gibt dann entsprechend auch ein Bonus-Malus-System, also sozusagen ein Nachhaltigkeitsfilter, der von vornherein angewendet wird, so dass es auch wieder hier eine gewisse Transparenz gibt, ein gewisses Controlling gibt für den Stiftungsvorstand. Er muss es ja auch irgendwo nachvollziehen können, ist auch wirklich mein Vermögen, was ich dann anvertraue, dem Vermögensverwalter auch nach den ESG-Kriterien. Und ich sage es mal so, auch hier kommt es immer wiederum darauf an, wie grün oder hellgrün oder dunkelgrün natürlich auch wiederum die Anleihe oder auch die Aktie eben halt wiederum ist. Und also wir stellen es eindeutig fest, dass in den letzten Jahren an starker Nachfrage, gerade im gemeinnützigen Sektor, auch im kommunalen Sektor, gerade bei den institutionellen Anlegern, nach ESG-Kriterien in der Kapitalanlage verstärkt nachgenommen. Jetzt bleibe ich mal bei Ihrem Schiff. Das heißt, oben auf die Esse oder auf den Schornstein müssen die Filter entsprechend drauf. Dann kommt das Schiff auch in den nächsten Hafen tatsächlich noch rein. Lieber Herr Lehmann, ESG-Nachhaltigkeit, ist das erstens für Sie ein Thema? Und zweitens würde mich natürlich dann schon interessieren, ist es tatsächlich so, dass wenn ich nachhaltig anlegen möchte, dass das zeitgemäß ist, weil ich dadurch, dass ich gewisse problembehaftete Sachen vielleicht ausschließe von vornherein, ich hinten nach keine Risiken im Portfolio habe? Also erstmal zeitgemäß ist es in jedem Falle und es ist völlig richtig dargestellt. Die Bedeutung nimmt immer mehr zu, gerade im Stiftungssektor nehme ich das zumindest so wahr, dass sich die Verantwortlichen zunehmend eben mit Anlagen beschäftigen, die eben auch entsprechende nachhaltige Kriterien aufweisen. Auch wir tun das im Übrigen. Wir haben also auf sämtliche
Einzeltitel im Aktien- und Rentenbestand, egal ob es in unserem eigenverwalteten Bestand im Haus ist oder in unseren Spezialfonds, haben wir ein Nachhaltigkeitsscreening drauf, was sehr detailliert ist, was jeden einzelnen Titel untersucht und wo wir im Prinzip dann auch Messinstrumente und Handlungsoptionen daraus entwickeln, dass wir die Bestände entsprechend umschichten und verändern. Man muss sicherlich sehen, was man tun kann. Wir finden nach wie vor einen großen Unterschied, dass es also im Aktienbereich sehr viel einfacher ist, sich nach nachhaltigen Kriterien aufzustellen als im Rentenbereich. Dort sind die Entwicklungen ja noch im Gange. Die ziehen jetzt so langsam nach. Also gerade im Unternehmensanleihenbereich, da profitieren Emittenten dann eben praktisch auch oftmals von den schon erfolgten Nachhaltigkeitsratings, die die Muttergesellschaften des Emittenten praktisch schon erfahren haben. Aber da ist noch eine ziemlich Luft nach oben, was jetzt die Klassifizierung oder das Angebot oder entsprechend die Darstellung betrifft, dass man dort auch qualifiziert auswählen kann. Und im Immobilienbereich ist es, glaube ich, nochmal ein Stück anders. Da gibt es sicherlich diese Unterscheidung zwischen Green und Brown. Diese nachhaltigen Gebäude und entsprechende Modernisierungsmaßnahmen und so weiter. Da stellen sich die Fragen nochmal ganz anders. Da gibt es aber auch gar keine Nachhaltigkeitsindizes oder ähnliches. Da muss man dann schauen. Also man muss von Fall zu Fall schauen und dann kommt es natürlich auch darauf an, was man ausschließt. Also die Ausschließkriterien, das ist ja noch die weitere Komponente. Ja, und spätestens da ist jeder natürlich individuell für sich gefragt, was er denn mit seinen eigenen ethischen, moralischen Wertvorstellungen verbinden kann und was er nicht. Und da gibt es in dem, was angeboten wird, auch sehr, sehr hohe Unterschiede und teilweise Widersprüche. Also wir haben zum Beispiel auch einen nachhaltigen Index im eigenverwalteten Aktienbestand, den wir abbilden, also jeden einzelnen Titel für sich. Dort haben wir aber nicht jeden Titel tatsächlich erworben, weil eben dort auch Titel drin sind, die, ich will die Namen jetzt nicht nennen, aber die nach unseren ethischen, moralischen Wertvorstellungen nicht diesen Kriterien entsprechen und wir regelmäßig verwundert sind, warum die dort überhaupt Aufnahme gefunden haben. So etwas findet man, solche Widersprüchlichkeiten, glaube ich, in vielen Segmenten, in vielen Indizes, in vielen Portfolien. Und das macht natürlich die Flanke auch relativ oft auf, weil man dann natürlich trefflich streiten kann und diskutieren kann, was macht Sinn und was nicht. Und da sind wir eben bei der Individualität. Also ich glaube, am Ende ist jeder Anleger am authentischsten, wenn er für sich selber auch Kriterien definiert, hinter denen er auch wirklich steht und die er auch wirklich vertreten kann, weil die Meinung Dritter ist nicht unbedingt immer gleichbedeutend, dass man diese selbe Meinung auch haben muss, sowohl was Ausschluss als auch Einbeziehung betrifft. Da ist die Denk- und Meinungsvielfalt relativ hoch und ich glaube, das ist am Ende auch ganz gut so. Am Ende verfolgen ja alle trotzdem irgendwie das gleiche Ziel. Das heißt, so dieses klassische, naja, ich kriege eine Schablone, ein Schema F und das wird dann schon passen, um mein Stiftungsvermögen nachhaltig aufzusetzen, das gibt es einfach draußen nicht, sondern auch hier wieder die Schleife, ich muss als Stiftung schon ein ordentliches Stück reflektieren zu meinem Stiftungsvermögen. Ich muss mich am Ende des Tages sehr stark damit beschäftigen, was will ich eigentlich damit? Und meinen eigenen Weg finden, Herr Becker-Gitschel. Würden Sie Herrn Lehmann zustimmen in dem, was er gesagt hat? Oder wollen Sie vielleicht noch eine Schraube dazu drehen? Ja, also letztendlich ESG ist sehr wichtig, gerade für uns als Umweltschutzorganisation, absolut. Mhm. Aber die Realisierung der ESG-Filter ist meines Erachtens noch sehr am Anfang. Also wenn man sich diese Filter im Detail anschaut, wie die bewertet werden, wie die Strukturen sind, da kann noch viel nachgebessert werden. Auch so dieser CO2-Footprint, der da ausgerechnet wird, auf welchen Faktoren der berechnet wird. Also das ist schon spannend. Und letztendlich diese Ratings, die dann entstehen, die muss man wirklich sich im Detail anschauen. Was wir in der Tat gemacht haben, ist, dass wir in unserer Anlagenrichtlinien weniger die Quoten genannt haben, sondern mehr die Ausschlusskriterien genannt haben. Und was wir in der Tat gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, was wirklich gegen unsere Arbeit spricht, das nehmen wir auf keinen Fall rein. Also Rohstoffe oder Gold ist für uns ein No-Go, das würden wir nie machen, denn das widerspricht absolut unseren Grundsätzen. Bei anderen Ausschlusskriterien ist es natürlich schwierig. Das müssen Sie ja irgendwie, wenn 1% des Umsatzes schon in irgendwelchen schwierigen Branchen stattfindet, wollen Sie dann sofort ausschließen oder ist das dann irgendwie nicht so wichtig? Also auch bei Banken letztendlich. Banken sind ja durch Kreditvergabe auch in vielen Segmenten tätig, ne? Und wenn die einen Kredit vergeben an irgendeine schwierige Organisation, dann dürfen sie die Bank halten oder dürfen sie nicht halten? Weiß ich nicht. Also wir hatten uns da
Umsatzgrößen von bis zu 10% genannt. Also bis zu 10% ist es vielleicht noch möglich. Man muss es von Detail zu Detail schauen. Aber alles, was drüber geht, ist auf jeden Fall ein Ausschlusskriterium. Und das wollen wir nicht im Portfolio haben. Wenn Sie in Fonds anlegen, können Sie das natürlich nicht machen. Also wenn Sie in Publikumsfonds anlegen, da können Sie nicht sagen, ich hätte gerne den Publikumsfonds, aber die einzelne Aktie hätte ich gerne nicht. Schwierig. Bei den ESG-Fonds ist das meines Erachtens im Moment sehr ein Modethema. Also jeder, der mich anruft und was verkaufen will, in Anführungszeichen, sagt, wir sind ESG-konform. Das ist wie ein Stempel, das Sie auf den nächsten Fonds drauf machen. Das ist der gleiche Fonds, nur halt mit ESG jetzt. Ne? Aber ich finde, das wird sich noch schärfen und das wird sich auf jeden Fall in Zukunft auch noch wichtiger werden. Und gibt es, vielleicht nochmal eine Nachfrage, gibt es an der Stelle, gibt es eine Sustainability-Trap, also eine Nachhaltigkeitsfalle, indem man zum Beispiel in Fonds investiert oder in Werte investiert wie Ölwerte, da gibt es ja sehr nachhaltige Unternehmen nach den offiziellen Scorings, weil die sehr lieferfähig sind hinsichtlich der Daten, was die da alles Neues gemacht haben, um, sagen wir mal, für die Umwelt bessere Ergebnisse zu liefern. Ist das so eine Art Falle, in die man reintappen kann als Stiftung, wenn man sich von diesem Nachhaltigkeits-ESG-Label ein bisschen nur leiten lässt? Ja, das würde ich schon sagen. Also ich meine, man muss auch aufpassen, gibt ja auch teilweise das Greenwashing, ja, dass vielleicht Unternehmen, die jetzt nicht so nachhaltig sind, dann ein Projekt haben, was nachhaltig ist und dann versuchen, sich damit ein bisschen nach außen nachhaltiger darzustellen. Also ich denke, man muss wirklich im Detail gucken, auch die Namen im Detail gucken, um zu sagen, okay, das Unternehmen ist nachhaltig. Nachhaltigkeit ist ja auch ein Begriff, was sehr viel bedeuten kann. Ne? Was ist Nachhaltigkeit? Ist es nur auf Umwelt zu sehen oder auf andere Social und Governance? Aber also man muss da schon im Detail gucken und letztendlich für sich selbst entscheiden, ist das für meine Definition an Nachhaltigkeit in Ordnung oder nicht in Ordnung? Herr Lehmann, Sie hatten genickt beim Thema Nachhaltigkeitsfalle. Sie haben bestimmt noch was dazu zu sagen. Ja, sehr gerne, habe ich in der Tat, weil das ist tatsächlich, man muss sich da im Prinzip auch ehrlich machen. Ja, wenn wir sind heute in einer globalisierten Welt und die Großkonzerne sind so verknüpft und verzweigt, also mit Zulieferindustrie etc. pp. Ich glaube, keiner kann seriös behaupten, dass er die Hand dafür ins Feuer legen kann für die Sache, dass alles, was man an Industrie oder produzierenden Gewerbe, an Beteiligung hat, an Aktien und so weiter, dass das alles zu 100% alles nachhaltig oder nach ethisch-ökologisch-moralischen Wertvorstellungen abläuft. Das kann keiner, weil dafür ist die Welt zu unterschiedlich. Aber was man machen kann, man hat ja dann in dem Falle eben beispielsweise Spezialfonds oder Fonds, eben Fondsmanager, Fondsgesellschaften, die einen helfen und unterstützen, die diese Fonds managen. Und die kann man in der Tat natürlich bitten, in ihren Analysen auf solche Dinge zu achten. Und dann darauf hinzuweisen, wenn Ihnen irgendetwas auffällt, und sei es eben nicht im Mutterkonzern, sondern eben irgendein einem Tochterunternehmen, dass Sie auf irgendetwas stoßen, was mit den Wertvorstellungen nicht zusammenpasst. Beispielsweise Hersteller von international geächteten Waffen. Da gibt es also durchaus Verzweigungen, die man auf den ersten Blick nicht erkennen kann. Und wenn man diese Meldung dann hat man ja alle Möglichkeiten, als Anleger zu entscheiden, ob man sich dann von der Aktie insgesamt trennt oder eben nicht. Dass man dort reingeraten kann in so eine Falle und dass man wirklich auch ohne rot zu werden sagen kann, ich habe es schlicht und ergreifend nicht gewusst. Das muss man sich selber zugestehen und das wäre auch fair, wenn diejenigen, die versuchen, das zu bewerten, das auch den Anlegern auch zugestehen, weil das ist schlechterdings aus meiner Sicht, jedenfalls nach meiner Überzeugung, nicht möglich. Aber wie gesagt, man kann darauf reagieren und man sollte sich aber auch, wie man so schön sagt, ein bisschen locker machen und die Dinge authentisch eben angehen. Nicht? Und es ist eben auch, wie eben schon gesagt wurde, diese Frage mit diesem Best Practice und so weiter, dass man also 5% oder 10% zulässt. Natürlich kann man das machen, weil es bleibt einem oftmals auch gar keine andere Wahl. Damit beginnt aber in der Tat schon der Kompromiss. Auch wir haben das zum Teil in unseren Beständen. Wir haben aber in anderen Richtungen auch, dass wir eben zum Beispiel international geächtete Waffen eben schon bei 0,01% ausschließen. Ja, und ich meine, manchmal bringe ich das so, um das mal zu verdeutlichen, diese Unzulänglichkeiten, die man halt hat, aber man kommt da auch nicht raus. Man kann sich, manche sagen ja, sie schließen verzinste Anleihen aus von Staaten, die die Todesstrafe haben. Und wenn ich da Best-Practice-Ansatz dort zynischerweise anlegen würde, könnte ich ja auch sagen, wenn nur 5% der Urteile vollstreckt werden, ist das für mich akzeptabel. Ist es eben nicht. Aber ich meine, das zeigt eigentlich das Dilemma, in dem man steckt, wenn man mit diesen Best-Practice-Ansätzen arbeitet. Aber wie gesagt, es gibt auch keine Alternative, weil es einfach nicht genügend andere Angebote
Angebote gibt. Also insofern stecken alle Anleger gleichermaßen in diesem Dilemma und in dieser Falle drin. Und deswegen sollte man es dann aber auch wiederum nicht übertreiben mit diesem Anlegen, weil man sagt, wir müssen halt mit Kompromissen arbeiten, anders geht es nicht, objektiv betrachtet. Und deswegen sollte man sich auch nicht unnötig unter Druck oder Sätze oder Vorwürfe machen. Jeder tut, was er kann, und vor allen Dingen wichtig ist, dass er authentisch dabei bleibt und hinter den Entscheidungen, die er trifft, auch wirklich steht und die auch selber vertritt und nicht die sie einfach übernimmt von irgendwelchen Dritten, wo er sich vielleicht gar keine Gedanken macht und sagt, ach, mache ich einfach mal so. Und wenn mich einer fragt, warum eigentlich, habe ich keine Antwort. Das ist schlecht. Das fände ich dann nicht so gut. Hans-Dieter Maisberger, geben Sie uns vielleicht noch einen kurzen Einblick in Ihre tägliche Praxis. Wenn Sie mit Stiftungen über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, was sind so die Fragen, die an Sie herangetragen werden? Teilen Sie das, was wir jetzt von Herrn Becker-Gitsche, Herrn Lehmann gehört haben? Das auf jeden Fall. Also gerade, wie gesagt, durch die Kirchenbanken oder auch durch die nachhaltigen Banken, die wir bei uns im genossenschaftlichen Finanzgruppe haben, haben wir das ja schon über Jahrzehnte in der Umsetzung. Das heißt also, von Kundenseite wird das immer wiederum an uns herangetragen. Sowohl, ich sage jetzt mal, Zweckvermögen von Stiftungsseite, Zweckvermögen von Kirchenvermögen, Zweckvermögen von Kommunen, alles beinhaltet heutzutage ethisch nachhaltige Kapitalanlagen. Und da haben wir im Prinzip schon seit über Jahrzehnten eine sehr gute Erfahrung mit dem IMO-GRIRIS Nachhaltigkeitsfilter, sodass wir hier ein Bonus-Malus-System gemeinsam mit den Banken aufgebaut haben und setzen das auch um. Und unsere Erfahrung ist immer wiederum, die Transparenz, die wir dann dadurch auch geben, also auch verschiedene Restriktionen, wie auch Herr Becker-Gitschel schon sagte, dass man wirklich sagt, es gibt Unternehmen, die haben vielleicht bis zu 5% auch einen Handel in Tabak oder Handel in Alkohol. Das sind dann wiederum Restriktionen, wo man wirklich sagt, okay, bis zu dieser Grenze gehen wir mit, aber alles andere wird dann ausgeschlossen. Und auch hier nochmal ganz viel, es hängt davon ab, an wen kann ich mich da wenden, wo habe ich das Vertrauen, wo habe ich die Transparenz, so dass ich das auch wirklich verstehe. Also auch das, was Herr Lehmann schon sagte, ich muss ein Verständnis dafür haben. Ich glaube, dieses grundsätzliche Verständnis ist tatsächlich so eine der Kerndisziplinen. Wenn wir ganz langsam zum Schluss kommen, wir haben uns über das übergeordnete Bild, das sich momentan für die Kapitalanlage in der Stiftung zeichnet, einfach nochmal für den virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen jetzt abgerundet. Wenn ich Ihnen jetzt als letzte Frage auf den Weg geben würde, was heißt für Sie zeitgemäßes Veranlagen von Stiftungsvermögen? Was wären so die zwei, drei kurzen, prägnanten Hinweise, Herr Becker-Gitschel, die Sie Stiftungen mit auf den Weg geben würden? Ich würde empfehlen, es ist, je nachdem, wie man aufgestellt ist, es nicht selbst zu machen. Also ich denke, das Prinzip der Arbeitsteilung macht schon Sinn. Jeder macht das, was er gut kann. Und wenn man natürlich 100% seiner Zeit dafür investieren möchte, dann soll man das auch machen. Aber ich denke, wir haben viele Spezialisten und einige sind auch gut davon. Und wenn man die ausgewählt hat, dann muss man, denke ich, da auch abgeben können. Aber man muss kontrollieren. Und man muss kontrollieren und vergleichen und verstehen. Man darf es nicht nur abgeben, sondern muss dahinterher sein. Aber man sollte es vielleicht nicht selbst machen und wirklich, Stiftungen sind auf die Unendlichkeit angelegt. Je nachdem, natürlich bei jungen Stiftungen, die natürlich nach einem Jahr schon gleich eine Krise haben und dann vielleicht auch irgendwelche Abschreibungen durchführen müssen, die haben vielleicht eher ein Problem. Aber normalerweise, wenn Stiftungen langfristig sind, haben die ein gewisses Polster auch in den Rücklagen. Und dann kann man ruhig sein und besonnen handeln. Und das sollte man auch machen. Und das Letzte ist die Diversifikation, denke ich. Die zahlt sich aus langfristig und das ist ein wichtiger, sehr wichtiger Punkt. Ja. Vielleicht an der Stelle noch nachgehakt, was glauben Sie, woher kommt dieser Baumarkttrieb, also alles selber machen zu wollen? Ja, gut, es kommt aus der Vergangenheit, es macht ja auch Spaß wahrscheinlich. Ja? Ich meine, sich damit auf dem Kapitalmarkt darzustellen und zu versuchen zu handeln. Oder ja, aber ich denke, man hat nicht die Zeit, also wenn man das nicht beruflich macht von morgens bis abends oder das nicht sein Hauptjob ist, dann kann man nicht beim Down-Rating dann auch verkaufen oder rausgehen aus dem Markt. Oder heute ist ja, oder die Tage, die Wirecard passiert und das ist schon schwierig. Und dann sollte man wirklich die Finger davon lassen und das wirklich Spezialisten lassen.
Lieber Herr Lehmann, Ihr Schlusswort, zeitgemäßes Veranlagen von Stiftungsvermögen. Ja, würde ich eigentlich in drei Punkten zusammenfassen. Sie hatten ja auch gefragt nach drei Punkten und die wurden allesamt auch schon genannt. Also nochmal zusammenfassend, aus meiner Sicht zeitgemäß diversifiziert, breit diversifiziert agieren, viel stärker bei Stiftungen insbesondere viel stärker sachwertorientiert, viel stärker in Aktien und Immobilien als in verzinsten Wertpapieren, wegen eben der anhaltenden Niedrigzinssituation, insbesondere als Reaktion darauf. Und das Dritte eben zunehmend nachhaltige Aspekte beachten, weil das eben praktisch auch ein globales Ziel ist, was auch wir natürlich als Stiftung auch mitverfolgen sollten. Hans-Dieter Maisberger? Ja, ich möchte das nochmal gerne dann vom Bild her abschließen. Also ich kann nur empfehlen, Stiftungen brauchen einen Steuermann, egal ob der jetzt schon im Team selbst da ist und das umsetzt oder extern. Das heißt also, ich komme nicht drum herum, das Schiff Stiftung sozusagen durch Untiefen beziehungsweise durch eine raue See zu steuern. Also von daher, ich empfehle, geben Sie sich in die Hände von professioneller Hilfe und ja, in der Anlageberatung ist das immens wichtig, dass man wirklich hier Unterstützung braucht und auch über die Stiftungsberater auch ein Netzwerk vorfindet, wo man auch über den Tellerrand hinaus, also nicht nur über die Vermögensverwaltung, sondern vielleicht auch noch weitere Dienstleistungen mit abdecken kann. Und vielleicht müssen wir vier das nächste Mal beim Stiftungstag so eine Art kleine Kabarettrunde machen, um einfach den Spaß an der Kapitalanlage ein Stück weit zu befördern. Herr Becker-Gitschel, Sie hatten es gerade gesagt, ich glaube, uns vier macht Börse wahnsinnig viel Spaß. Wir machen das seit vielen Jahren und wir haben wahnsinnig viel Freude dran, uns jeden Tag mit Märkten zu beschäftigen. Bei Stiftungen ist das vielleicht in der Breite noch nicht ganz so der Fall. Insofern müssen wir vielleicht alle dazu beitragen, dass Stiftungen künftig noch mehr Spaß an der Kapitalanlage haben. Wir geben Gas, deswegen haben wir auch den virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen gemacht. Ich danke Ihnen sehr. Ich danke Hans-Dieter Maisberger von der DZ Privatbank. Ich danke Florian Becker-Gitschel von der Förderstiftung der Zoologischen Gesellschaft. Und ich danke natürlich auch Dieter Lehmann von der Volkswagen Stiftung. Toll, dass Sie dabei waren. Toll, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und danke, dass Sie das Format so intensiv unterstützt haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen jetzt hier zu diskutieren. Dankeschön. Gerne. Wiedersehen. Absolut. Und für Sie, liebe Stiftungslenkerinnen und Lenker, heißt es jetzt, wir schließen das Ganze gleich mit einem noch paar geistreichen Bemerkungen von mein Mitveranstalter Dr. Elmar Peine und von mir. Wir fassen das Ganze für uns nochmal zusammen. Schön, dass Sie dabei waren. Bis gleich.